oder? Mhm. Nehmen wir, ja. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Very Important Brettliausen. Heute aus dem Fürstentum Liechtenstein. Der Fürst persönlich sozusagen. Ja, der Chef persönlich. Nicht wirklich. Der Büchsi, der Marco Büchel. Marco, super, dass du da bist. Mit Freuden, cool. Danke, dass ihr mich besucht. Freut uns wirklich ganz außerordentlich, weil du vor allem bei uns im schönen Österreich ja einen sehr, sehr guten Ruf hast oder deinen Ruf weg hast. Marco und wir haben eine Gemeinsamkeit, auf die ich sehr stolz bin. Mhm. Und zwar sind wir beide in Besitz einer Gondel in Kitzbühel. Oh, du auch? Ich auch eine. Ja, ich auch eine. Gegangen, das ist ja. Und die hängt? Ja, sie ist halt in dem Format ungefähr. Aber Gondel in Kitzbühel. Also aber Gondel in Kitzbühel. Also, das was zählt, gell? Ja. Na, was ich eigentlich sagen will, natürlich ein großes Highlight in deiner Karriere, glaube ich. Für mich ist es so, dass ich war ja eigentlich nicht einmal Abfahrt zu Beginn, sondern ich war ja Riesenslalom-Spezialist. Aber das hier, die Abfahrer, das sind Gladiatoren, das sind Helden und ich war komplett beeindruckt und ich habe mir gedacht, das will ich auch, einer dieser Helden sein. Ich stehe da unten und dann kommen die ganzen Bilder wieder hoch und ich denke so, boah, ich gewinne Kitzbühel. Ja. Ich gewinne Kitzbühel, ja. Ich mache mich unsterblich. Genau. Ja. Nur der Walkhofer, trotz Fehler, wird der nicht langsamer. Und ich stehe da unten und schaue diesen Bildschirm an vor dieser Sponsorenwand und die Kamera filmt nie, wie ich das beobachte. Und ich zähle die Sekunden und er kommt ins Ziel und da bei ihm steht grün, 500stel schneller. Und ich fluch wie die Sau. Verdammte Scheiße, das gibt's nicht. Verdammt nochmal. Und in dem Moment realisiere ich, ich bin im Bild, in der Kamera. Und ich so, bravo. Oder 99. Generell, weil du jetzt erst angesprochen hast, also die Hundertstel haben die auch immer begleitet, so ein bisschen, gell? Danke, Lasse. Danke. Ja. Dann sitzt Lasse Schüstorp mit einem großen Bier und einem noch größeren Grinsen. Und dann sage ich so, darf ich einen Schluck? Und dann sagt er, ja, nimm. Und dann sagt er auch, weißt du, wie viel Rückstand du hast auf mich? Dann sage ich, na, ist mir auch egal, ich bin Zweiter. Dann sagt er, ja, dann. Sag ich, aber ich erfahre es ja eh. Sagt er, 500stel. Und ich so, 500stel. Ist nicht viel. Und dann sagt er, weißt du, wie viel Vorsprung du hast auf dem dritten? Sag ich, na? Und sagt er, 1,5 Sekunden. Da habe ich ihm das Bier weggenommen und gesagt, das ist jetzt mir. Du bist ja auch engagiert bei der FIS. Mhm. Und da hast du recherchiert, ha? Wir haben keine Macht zum Hirn was entscheiden. Mhm. Aber da sind immer wieder Diskussionen und wir laden auch Wissenschaftler ein, um uns die Hintergründe besser zu erklären, warum das gewisse Sachen passieren, Hersteller von Material, warum dass sie das so konzipieren. Und so wird einfach dann am Schluss eine Empfehlung abgegeben und die FIS hält sich daran oder nicht. Das ist aber cool, weil du so nicht nur in dieser Form, sondern auch beim ZDF, dem Skisport, erhalten bleibst. Ja, ich hoffe noch lange. Ja. Ja. Ja, mir auch. Also das macht auch Spaß, dich da zu verfolgen. Als ob die Österreicher ZDF haben. Das haben wir uns verhalten. Und das Gute auf der anderen Seite auch für dich jetzt quasi als ehemaliger Profi, dass du halt doch noch so eine große Präsenz dadurch hast, abseits von Social Media, dass du einfach nur so eine große, starke Präsenz für deine Marke quasi findest. Ja, das darf man schon nicht vergessen. Dass du sagst, dass für meinen Marktwert, dass ich immer noch präsent bin, ist für mich wichtig, weil ich bin ja nicht irgendwie ein Handwerker in einer Firma und gehe jeden Tag zur Arbeit, sondern ich lebe ja auch ein bisschen davon, dass mein Marktwert eine gewisse Größe hat, dass die Aufträge bekommen, sei das für ein Referat oder Botschaftertätigkeit oder unter Umständen auch beim Fernsehen Sendungen bekommen. Also von dem lebe ich schon. Ja. Weil ich liebe das zu tun und ich hoffe echt, dass ich noch lang beim ZDF bleiben darf. Mhm. Ich probiere das einfach durch Qualität zu erreichen, dass sie sagen, den haben wir gern, den wollen wir behalten. Mhm. Und das ist einfach meine Aufgabe. Bei uns bist du auf alle Fälle immer gern gesehen. Also danke. Wir werden noch die eine oder andere Brettljausen bei dir da ausrichten. Also, gefällt mir vor allem, dass wir da mit dir quasi kuscheln dürfen. Alles hat seine Grenzen. Es ist noch früh. Ja. Du tust sehr viel für den Nachwuchs oder im Sport. Du hast nämlich ein, ja nicht nur Fitnessstudio, das würde dem nicht gerecht werden. Mhm.
nennen wir es ein Leistungszentrum. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja. Das ist eh da im Nachbarort drüben, mhm. Wo du Athleten, nicht nur jungen Athleten, aber vielen aus vielen verschiedenen Sparten Athleten die Möglichkeit geben willst zum Trainieren. Ja, es ist so, dass in Österreich oder in der Schweiz macht das ja mehrheitlich der Bund, so ein Leistungszentrum aufbauen. Bei uns in Liechtenstein war das nicht. Und das hat mich immer irgendwie gestört, dass die Spitzenathleten, Leistungssportler sich irgendwie im Fitnesszentrum mit allen normalen Trainingsgästen irgendwie dazwischen drin irgendwie vorbereiten müssen und oft nicht das finden, was sie suchen oder was sie brauchen. Und dann habe ich mit meinem Freund Geld in die Hand genommen, eine Halle gemietet und halt richtig ausgerüstet mit allem, was ein Spitzensportler braucht. Und du, das stellen wir jetzt zur Verfügung. Wir arbeiten mit Liechtenstein Olympic zusammen. Mhm. Also alle Förderathleten dürfen bei uns trainieren. Und wir trainieren noch einzelne Athleten, weil mein Kumpan hat alle Ausbildung gemacht zum Coach und er trainiert jetzt einzelne Athleten, unter anderem auch die Tina Weirater. Mhm. Ja, das ist geil. Und so mache ich halt die Basis für die Bergläufer und dann im Frühling mache. Mhm. Das passt. Super. Aber du, andere haben das Wettkampfgehen, die müssen unbedingt vor dem anderen sein. Das mag man bei Skitouren. Kaum willst du jemanden überholen, dann kommt der Ellenbogen so raus. Und, ja, ist auch so. Ich bin auch so. Gut, dass das so. Und zum Thema Laufen und eben, wo es nicht um Ellbogentechnik geht. Ja. Du bist da sehr engagiert bei Wings for Life. Mai, ist es wieder soweit? Ja, ja, der World Run ist natürlich schon jetzt mal bei mir auf dem Plan. Das ja, weil kommst du? Jetzt muss ich gleich zwischendurch. Was ist? Das Wetter ist schön, gell? Ja, enttäuschend. Letztes Mal war nur ein Halbmarathon drin. Ah, so 25 plus wäre eigentlich schon das Ziel. Aber weißt, ich nehme immer meine Freundin nehme immer mit. Weil dann kann ich immer sagen, ja, ich muss halt schauen. Meine Frau sagt immer, so einen Lauf bestreitet man nicht gemeinsam, sondern man sagt schon am Start, sagt man Tschüss und dann sieht man sich im Ziel wieder und das ist ja da, also die Ausrede geht nicht. Das muss ich auch so schnell. Das bleibt C3. Ich glaube, in diesem Sinne hat es uns sehr gefreut, dass wir bei dir da sein haben. Du, wir sitzen im Wohnzimmer auf der Couch, also besser wird es nicht. Also ich glaub, wir lehnen uns jetzt nochmal zurück. Also. Das ist eine richtige Homestory, gell? Also sehr, sehr gemütlich hast du es da wirklich. Give me red lipstick and a poppy red rouge, a shingle bob hair.